Raten Sie mal, wen ich angerufen habe, um Sie als vermisst zu melden. Sie machen sich viel zu viele Sorgen, Renfield, das habe ich schon immer gesagt. Nein, 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 nein. Mit Sorgen hatte das nichts zu tun. Wir reden hier über Trauer. Ich dachte, Sie seien tot. Das wäre ich auch beinahe. Hatten Sie etwa einen Skiunfall? Wieso? Sehe ich vielleicht so aus? Entschuldigen Sie, aber es ist nun mal nicht Ihre Art, sich zwei Tage zu verspäten, wenn Sie sagen, dass Sie auf dem Weg sind. Ich konnte nicht raus aus dem Land. Das Wetter war miserabel und einige andere Dinge auch. Tut mir leid, dass Sie Ihre Reise unterbrechen mussten. Ich habe Sie vor allem wegen Craig Hunt und den Ebersole-Verhandlungen gesucht. Ich konnte diesen Mann auch nie leiden und daran hat sich nichts geändert. Es würde mich nicht sonderlich überraschen, wenn es ihm zu öde war, sein Geld mit Arbeit zu verdienen und er uns versetzt. Nein, das hat er nicht. Was macht Sie da so sicher? Der Umstand, dass er bei mir war. War es bei Ihnen? Und Kelly? In Argentinien? Woher sonst hätte ich diese Papiere, die ich unterzeichnen sollte? Na ja, ich nahm an, er faxt sie, nachdem er herausgefunden hatte, wo sie waren. Ich meine, ich hatte nicht erwartet, dass er dahin fliegt. Tja, offensichtlich haben Sie sein Pflichtbewusstsein unterschätzt. Und jetzt holen Sie mir Ebersole an die Strippe, in Ordnung? Ich will versuchen, etwas Porzellan zu kitten. Da wäre übrigens noch etwas. Was? Deborah London ruft seit gestern früh unaufhörlich an. Es geht um einen Kommentar zu ihrer Dokumentation. Nicht schon wieder. Ich muss sagen, sie klang richtig verzweifelt. Anscheinend hat sie heute Abgabetermin. Ja, verzweifelt, so klingt sie immer. Sie haben ihr hoffentlich gesagt, dass ich bis zur Jahrtausendwende beschäftigt bin. Naja, das gerade nicht. Sie sagte, es würde höchstens 10 Minuten dauern und dass sie einen Wagen schicken würde. Ich fand, das klang annehmbar. Was denn? Ich soll noch heute dahin? Pünktlich um 6. Ich werde das Gespräch für Sie anmelden. Bist du fertig, Schatz? Ich kann's nicht erwarten, dein neues Ich zu bewundern. Ich weiß nicht, ob ich mich je daran gewöhnt werde. Ich meine, du stehst da wie Robert, du bewegst dich wie Robert. Ich will deine Stimme hören, sag etwas. Ich bin keine Rummelplatzattraktion. Es geht mir doch nur um den vollständigen Eindruck. Ich bin zutiefst beeindruckt von dir, siehst du das denn nicht? Nur dafür lebe ich, Darling. Hey, was hast du? Gar nichts. Ich verstehe dich nicht. Wir haben seit Monaten auf diesen Tag hingearbeitet. Du warst es, der Druck gemacht hat. Du warst es, der unbedingt zu einem Ende kommen wollte. Ich bin fertig, also lass es gut sein. Nein, sag mir jetzt, was los ist. Ich glaube kaum, dass du dir je Gedanken darüber gemacht hast, dass du das vielleicht aus einem beschränkten Blickwinkel siehst. Wovon redest du überhaupt? Ich bin im Begriff, in diesem Moment vor meinen Zwillingsbruder zu treten, den ich nie zuvor gesehen habe, außer auf Bildern und auf Videos. Denk mal kurz darüber nach. Tut mir leid. Ich schätze, ich habe nicht darüber nachgedacht, wie das für dich sein wird, aber Quinn, du hast einen Job zu erledigen. Werd nicht in der letzten Minute Nur noch keine schlafen. Sorge, was meinen Job angeht. Sieh du zu, dass du Robert herkriegst und er auch bleibt. Ist schon so gut wie erledigt. Und wenn ich mit ihm fertig bin, wirst du hineinspazieren in sein Luxusleben und so richtig in die Vollen greifen. Nur vergiss nicht, mir genug übrig zu lassen, um nach Tahiti zu gehen. Wie, du meinst, ich soll dich mitnehmen? Da liegst du verdammt prächtig. In einem Baströckchen. Sehe ich ausgesprochen reizend aus. Oder ohne eins an, was dir lieber ist. Nun, ich habe meinen Bruder noch nicht gefunden, Big Bitter. Ja, sobald ich es tue, werde ich sie anrufen, okay? Na, und ob ich ihn fragen werde, was er sich dabei gedacht hat, den Kerl anzuquatschen, der die Bombe gelegt hat. Ja, aber sicher. Wow, du hast meine Nachricht erhalten. Ja, suchst du Rick? Ja, das heißt vielmehr Tawny. Sie weiß eigentlich, wo er ist, aber sie ist auch vom Erdboden verschwunden. Das klingt nicht erfreulich. Vielleicht sollten wir uns setzen und wir trinken etwas. Ja, ich würde ja gerne, aber ich kann das jetzt nicht schleifen lassen, Schatz. Ich muss herauskriegen, was da vorgeht. Ich glaube nicht, dass mein Bruder die einzige Person ist, die gestern Abend mit unserem vermutlichen Bombenleger gesehen hat. Du bist wirklich ein ganz toller. Erst bestellst du ein Heer und jetzt rennst du schon wieder weg.
Ja, ich weiß. Tut mir leid, dass du den weiten Weg umsonst gemacht hast. Du sollst dich nur schuldig fühlen. Ich hätte sowieso hierher gemusst. Ich treffe der Schnickel. Der Schnickel? Der der Schnickel? Ja, da staunst du was. Das hört sich interessant an. Trifft sich doch bestens. Also, wenn du ihn siehst, kannst du versuchen, ihm ein paar Informationen zu entlocken. Bevor sich die Blue Sky Brigade das nächste Mal versammelt. Ich werde dir ganz ausführlich berichten. Finde du erst mal Rick. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich hoffe, er sagt mir, dass er nicht wusste, mit wem er sich da unterhalten hat, wen er vor sich hatte. Woher hast du denn meine Bärenkralle? Ich habe sie überall gesucht. Um Himmels Willen, Augusta, lüge mich bitte nicht an. Ich könnte nicht lügen, selbst wenn ich es wollte. Ich habe das gefunden, wo du es fallen gelassen hast, im Tunnel. Was hat das alles zu bedeuten? Es ist mir klar, dass wir im Laufe der Jahre immer wieder unsere Unstimmigkeiten hatten, aber... Das ist meine Nur beantwortet das nicht meine Frage. Du hast meinen Glücksbringer in diesem Tunnel gefunden. Wann? Heute Nachmittag. Du nimmst an, dass ich ihn dort habe fallen lassen. Wann? Vor Monaten? Oder auch vor ein paar Tagen. Augusta, ich habe nichts anderes im Sinn, als die Sache aufzuklären. Ganz offensichtlich willst du mir da was unterstellen. Ich weiß nicht, was ich im Moment von dir denken soll. Wer weiß, vielleicht habe ich dich unterschätzt. Vielleicht kommst du nicht von der Vergangenheit los. Vielleicht gibt es Dinge, die du mir bis jetzt nicht vergeben hast. Du kannst mir glauben, du hast in der Vergangenheit nichts gemacht, womit du mich so verletzt hast. Also hör endlich auf damit! Wie ist dieses Ding dorthin gekommen? Sag's mir einfach. Wieso lag es hinter dem Eingang auf dem Boot? Wir sind direkt mehrere Male dort unten gewesen. Es ist also durchaus möglich, dass ich es verloren habe. Du hattest es nie bei dir. Vielleicht doch. Das ist mein Talisman. Du scheinst vergessen zu haben, was ich da unten gemacht habe. Dir unermüdlich bei dieser verrückten Idee zu helfen mit großem Risiko für meine Reputation und meine Beziehung zu meiner Tochter. Gott allein weiß, was ich sonst noch aufs Spiel gesetzt habe. Würde ich sowas riskieren, wenn ich Gemälde im Wert von 250 Millionen Dollar hätte? Warum bin ich nicht irgendwo auf der Welt und genieße die Früchte meiner kriminellen Arbeit in einem Schlaf? Ich habe nur auf das reagiert, was ich sehe. Und wenn das, was ich sehe, falsch ist, dann erzähl mir etwas, dem ich Glauben schenken kann. Wenn ich zu einer solchen Infamie wirklich in der Lage wäre... Würde es mir den dummen Fehler erspart haben, dich überhaupt zu heiraten? Oh, danke. Das ist eine Sache, die du noch nie gemacht hast, unsere Ehe in den Dreck zu gratulieren. Das ist dir gelungen, indem du mich Diebin genannt hast. Ich gehe gleich. Sag mir nur eins, wie kam es dahin? Ich sage dir nichts, du verdienst es nicht, die Wahrheit zu hören. Deine Meinung steht ja schon fest. Also arrangiere dich mit den Konsequenzen, aber erwarte nicht, dass ich dir verzeihe. Wie ist es gelaufen mit Ebersol? Naja, er redet noch mit uns, aber ziemlich ungern. Kant wird noch einiges ausbügeln müssen. Was möglicherweise seine einzige Stärke ist. Das und absolute Unverschämtheit. Ich kann auch immer nicht glauben, dass er in Argentinien war. Welch eine reizende Gruppe das gewesen sein muss, die drei Amigos. Gehen Sie nicht das Risiko ein, mich zum Gegner zu haben, Renfield. Ich bin schon verärgert genug über Ihre Zusage zu dieser Fragestunde mit Deborah London. Es wird diesmal keine Fragestunde sein. Sie braucht sie nur, um Neuaufnahmen von einigen Passagen zu machen. Gut, wenn es nicht anders geht, können wir es hier machen. Was soll der Unsinn, einen Wagen zu schicken? Das hat sie mir erklärt. Was? Sie sagt, es sei zu unruhig durch die Telefonate hier drin und den Hafen vor der Tür. Sie braucht Ruhe für die Aufnahmen und deswegen hat sie sie zu sich bestellt. Hören Sie, der Wagen wird auf Sie warten. Sie gehen rein, sprechen Ihren Part und sind wieder hier, bevor Sie Also besser wäre es für Sie, sonst ist hier nämlich der Teufel los. Und raten Sie, wer es zu spüren kriegt. Irgendwie wusste ich, dass ich heute nach Los Angeles hätte fahren sollen. Ganz recht. Sie sollten sich dort mit Packer treffen, oder? Überreden Sie ihn, mit uns in den Schiffsbau zu investieren. Ja, nur hat er heute Morgen abgesagt und keinen neuen Termin vereinbart. Wäre es möglich, dass ihm jemand was gesteckt hat? Was zum Beispiel? Nichts. Nichts weiter als Gerüchte. Ich kann mir nur nicht erklären, warum er es hinauszögert. Es sei denn, er hätte kalte Füße gekriegt. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter.
Brandon ist ein Junge, der bei mir das Gefühl auslöst, dass mir eine Menge entgeht, weil ich selbst keinen eigenen Sohn habe. Und ja, vielleicht solltest du dir ein nettes Mädchen suchen, statt dich mit verheirateten Frauen rumzutreiben, und behaupte jetzt ja nicht, dass das nicht stimmt. Beruhige dich, ja? Übrigens, ich glaube, dass diese Beziehung wohl gelaufen ist. Was ist passiert? Hat sie sich einen anderen gesucht? Oh, du verstehst es wirklich, mich aufzubauen, Gina. Ich glaube nur, dass eine Frau, die ihren Gatten betrügt, auch ihren Liebhaber betrügt. So ist das nun. Gina, du weißt nichts über sie. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass ihre Beziehung glücklich ist. Ich glaube, sie versucht, sich daraus zu lösen, nur aus irgendeinem Grund kann sie es nicht. Ich weiß nicht, wieso. Das klingt ja gerade so, als wärst du ihr Psychiater. Ich versuche bloß ein Freund zu sein, aber leider macht sie es mir nicht leicht. Gehst du vielleicht meinetwegen? Naja, ich will dich nicht in Versuchung führen. Jetzt, wo du gelernt hast, eine Szene öffentlich zu inszenieren, mag es zu riskant sein, wenn wir uns im selben Restaurant aufhalten. Ich denke, diese Szene neulich war demütigend und sehr traurig. Besonders als du dich mit dieser jungen Psychologin ausstaffiert hast. Wozu solltest du einen Psychiater brauchen? Dein Hirn ist zu klein, um noch zu schrumpfen, Cici. Oh. Wer ist es denn, der hier so große Reden schwingt nach der vorbildlichen Lebensweise während der letzten 6 Monate mit dem Möchtegern-Fellini? Als ob der ein Geschenk Gottes für den heutigen Film wäre. Manchmal erinnert er mich an den Barkellner, den du vor ein paar Jahren mal hattest. Wie hieß er noch? Das reicht, es ist genug, Archie, wenn du nicht gehst, Eugene, will ich stehen. Nein, du bleibst hier. Ich verschwinde. Ich werde dich tun lassen, was du so gern tust. Viel Vergnügen dabei. So bin ich zu dir, damit du alle Sorgen deinem alten Freund Lionel anvertrauen kannst. Hey, Mr. C. Alles in Ordnung? Geht es dir gut? Ja, ich möchte nur so schnell wie möglich hier raus. Hast du heute zufällig meinen Bruder gesehen? Vic? Nein, den habe ich nicht gesehen. Und du bist sicher, dass bei dir alles in Ordnung ist? Ich will nur ein bisschen an die Luft, das ist gut, alles. Ich bin übrigens gerade unterwegs runter zum Strand, um Eden abzuholen. Hast du Lust mitzukommen und guten Tag zu sagen? Das würde ich gern, danke. Gut. Möchtest du vielleicht lieber etwas allein sein? Nein, absolut nicht. Keineswegs. Würdest du dich bitte setzen? Schön, dass du da bist. Ich hab was für dich. Der war von deinem Vater. Oh. Ich soll dich von ihm grüßen, er musste schnell weg. Oh, wohin denn? Hat er nicht gesagt, aber er wird mich für ein paar Tage nicht brauchen. Also habe ich mir gedacht, wir könnten eine kleine Reise machen, wenn du nichts dagegen hast. Wohin denn? Die Blue Sky Brigade hält zurzeit ein Seminar ab in einem Ort namens Asiloma. Ich überlege, ob wir da vielleicht... Was? Was soll dein plötzliches Interesse für die Blue Sky Brigade? Die Demonstration gestern Abend hat mich nachdenklich gemacht. Mutter Erde ist in großen Schwierigkeiten und wir sollten uns alle engagieren. Das gilt auch für dich da und für mich. Da hast du recht, es ist nur... Ich weiß nicht, sie sind mir ein bisschen zu militant. Du musst ja nicht mitkommen, ist okay. Ich bleibe nicht lange da, aber ich werde dich vermissen. Du willst doch jetzt nicht gleich los, oder? Glaube ich eigentlich nicht, wenn du was Besseres vorhast. Weißt du, wir könnten die Nacht hier verbringen, wenn du willst. Ja, das wäre... Okay. Ich muss nur eine Verabredung absagen. Ich bin sofort wieder da. Okay, und beeil dich. Das ist doch der Typ mit der Bombe gestern. Was ich empfinde? Ich bin stocksauer, das empfinde ich. Und wenn einer denkt, dass die Blues sich zurücklehnen und das einfach hinnehmen, hat er die Rechnung ohne uns gemacht. Weil wir rausfinden werden, wer hinter der Bombe steckt. Und wir werden rausfinden, welcher gierige Industrielle ihn dazu angestiftet hat. Sie haben eine Vermutung, wer möglicherweise dahinter steckt? Ja, allerdings.
Glauben Sie mir, Sie sind die letzte Person, die ein Interesse daran haben könnte, dass ich Namen nenne. Wieso? Meinen Sie etwa, ich wüsste nicht, dass Sie eine geborene Capwell sind? Was hat meine Familie damit zu tun, dass gestern Nacht eine Bombe gelegt wurde? Wieso fragen Sie nicht Ihren Vater oder Ihren Bruder Mason? Weil ich Sie frage, Mr. Nichols. Ich denke, Sie sollten Fakten haben, bevor Sie anfangen, abstruse Andeutungen zu machen, denken Sie nicht? Oh, anscheinend kommt Besuch für Sie. Und der sieht eindeutig nach einer weiteren Capwell aus. Hallo! Ich hatte keine Ahnung, dass du zurück bist. Ich muss sofort mit dir reden, allein. Ich bin mitten in einem Interview. Ist mir egal. Das kann nicht warten. Ich verstehe dich nicht. Ach, schön. Dann ist das Interview wohl zu Ende. Nein, bitte warten Sie. Ich möchte dir... Das ist der Schnickel. Ich weiß. Ich brauche nur 10 Minuten. Mehr nicht. Ich kann jetzt doch nicht einfach... Es kann nicht warten, Eden. Ich bin es leid, immer nur am Ende deiner Prioritätenliste zu stehen. Macht es Ihnen was aus, auf mich zu warten? Wie wäre es, wenn Sie einen Drink an der Bar nehmen würden? Bitte. Ich möchte auf unser Gespräch nicht verzichten. Wieso machst du aus mir einen Idioten, Kelly? Weil du genau das mit mir tust. Wovon redest du, sag mal? Was soll das? Das müsstest du dir doch denken können. Ich rede von Roberts Brief. Und frag jetzt nicht, welcher Brief. Weißt du das von Robert? Nein, ich habe ihn gefunden. Gefunden? Wie konntest du ihn finden? Er war bei uns zu Hause in einer Schublade vom Schreibtisch. Ist es wirklich wichtig, wie ich ihn gefunden habe? Es ist so. Und ich würde gerne wissen, was du zu deiner Rechtfertigung sagen kannst. Ich glaube nicht, dass in dieser Sache irgendetwas zu rechtfertigen ist. Robert hat diesen Brief geschrieben, weil er nicht wollte, dass du ihm folgst und dabei womöglich dein Leben riskierst. Was war, als er zurückgekommen ist? Da war es ungefährlich. Welche Ausrede hast du dafür? Kannst du das nicht verstehen? Ich hatte mit Mama darüber geredet, weil ich nicht wusste, ob ich dir den Brief verschweigen soll. Kannst du dir nicht denken, wie mir zumute war? Also fragte ich dich... was du für Robert empfindest und du sagtest, dass er dir egal wäre, weil du mit Craig zusammen bist. Du hast mit Mom darüber geredet und bestimmt auch noch mit Cruz, hab ich nicht? Das ist toll, arme kleine Kelly, lass sie im Dunkeln, dass wir sie nur nicht verwirren. Glaub mir, es war schrecklich, diesen Brief zu Hause zu haben. Schrecklich war auch, dass es mir unmöglich war, mit dir darüber zu reden. Ich wusste nicht mal, ob ich dir überhaupt etwas erspare, indem ich diesen Brief bei mir behalte. Ich wusste nur, dass ja, ich irgendwann mal... Ja, hast du einfach für mich entschieden. Willst du mir sagen, dass du für Robert noch etwas empfindest? Ist es das, was du mir sagen willst? Du kriegst es nicht rein in deinen Schädel, oder? Es geht nicht um das, was ich empfinde. Der Punkt ist, dass ich nie die Wahrheit erfahren habe. Was mir blieb, war zu leiden. Und natürlich der Schmerz. Und der Gedanke, dass ich einen Mann so verzweifelt geliebt habe, dass ich mir alles nur einbilde, so sieht es doch aus, dank deiner Hilfe. Gott, hast du mich erschreckt. Wo warst du? Na, unten die Lage sondieren. Alles ist tipptopp. Perfekt vorbereitet für unseren geschätzten Ehrengast. Es sei denn, er entschließt sich nicht zu kommen. Du hast doch gesagt, es wäre so gut wie erledigt. Das ist es auch. Ich bin sicher, dass Miss Renfield mich angerufen hätte, wenn er es nicht schaffen würde. Dann brauchen wir uns nur zurücklehnen und abwarten. Und entscheiden, was du hiermit tun wirst. Richtig? Oh ja. Keine Sorge, ist nicht mal geladen. Nur um ihn außer Gefecht zu setzen. Bis wir ihn da haben, wo wir ihn haben wollen. Sehr viel besser. Haben Sie mir deswegen nahegelegt, zu verbrennen, was ich vorher anhatte? Ich bevorzuge eben dezentere Kleidung. Miss London hat gerade angerufen, der Wagen ist unterwegs. Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich bin in meinem Büro, wenn Sie mich brauchen. In Ordnung. Ist noch was, Renfield? Haben Sie was vergessen? Kelly weiß Bescheid über den Brief, den du Cruz und mir geschrieben hast. Das hat sie mir erzählt. Wie lange hast du wohl gebraucht, um diese Sache zu inszenieren? Wovon redest du? Du konntest nicht einfach gehen und dich einmal in Würde geschlagen geben. Ich verstehe kein Wort. Na klar.
Natürlich musste es etwas ganz Besonderes sein. Und das, damit du nicht als Verlierer abschneidest, es musste in gute Absichten gekleidet sein. Und sich später auszahlen, was es auch tat. Meine Schwester hasst mich in diesem Augenblick, ja. Genau wie du es vorhergesehen hast. Was soll das? Glaubst du im Ernst, ich hätte das alles voraussehen können? Ich dachte, du würdest den Brief vernichten, sobald du ihn gelesen hast. Ich konnte nicht annehmen, dass Kelly ihn je lesen würde, es sei denn, du zeigst ihn ihr. Ich wünschte, ich hätte es getan. Ich hätte ihn ihr zeigen sollen und sie hätte für sich selbst entscheiden können. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich es dir schulde, das zu tun, worum du mich gebeten hast. Ich wollte es so, um sie zu beschützen. Das weiß ich, aber jetzt denke ich, dass du wusstest, dass du zurückkommen würdest. Wahrscheinlich wusstest du, dass sie den Brief finden würde, oder du hättest ihr davon erzählt. Und für Kelly wäre eins wichtig, dass ihre Schwester ihn ihr vorenthalten hat. Nein, ich hatte ihr gar nichts gesagt. Der Fund dieses Briefes war ein ausgesprochener Zufall. Das beschleunigt den Prozess, nicht wahr, Robert? Nein, du irrst dich. Das war von mir nicht geplant, Eden. Das war schon immer deine Art, Menschen zu kontrollieren. Du hast dich zurückgelehnt, mit einem Lächeln auf dem Gesicht und dabei zugesehen, wie alle vor dir kuschen. Das hast du nie getan. Und das hast du mir nie verziehen. Es tut mir leid, dass du meinetwegen Unannehmlichkeiten hattest. Was in diesem Brief stand, war die Wahrheit. Ich liebe deine Schwester. Und ich weiß, dass sie mich auch liebt. Deswegen werde ich nirgendwo hingehen, bis sie das nicht zugegeben hat. Haben wir die wirklich allein leer gemacht? Haben wir das? Ich kann es selber nicht fassen. Weißt du was? Jemand muss reingekommen sein und sich bedient haben. Muss ja wohl. Wer könnte es gewesen sein? Keine Ahnung. Ich will keinen Namen nennen, aber ich finde, Ginas Hund hat ein fürchterlich dummes Grinsen im Gesicht. Ach, Lionel, wie kriegst du es nur immer wieder hin, mich zum Lachen zu bringen? Ich weiß es nicht. Ist es die rote Nase oder sind es die karierten Schuhe? Du bist so ein Schatz. Wie schön, dass du mich aufmuntern konntest. Ach ja, mir ging's genauso. Ich komme halbtot hier rein, ein paar Minuten mit dir und ich fühle mich fast schon wieder wie ein menschliches Wesen. Willst du etwas essen? Noch etwas Wein? Ja. Wieso gehen wir nicht in den Orient Express? Die haben eine exquisite Weinkarte. Weißt du, eigentlich isst mir nicht nach so einem schicken Laden. Versteh das nicht falsch. Ich bin nur hergekommen, weil ich einfach in Ruhe ein Glas Wein trinken wollte und mich dann wieder auf den Weg zu meinem Rest Irish Stew machen wollte. Und ich verderbe dir alles. Du hast mich vor dem Irish Stew gerettet. Hey, hab ich nicht. Hab ich wirklich nicht. Denn Reste von Irish Stew sind hervorragend. Weil Irish Stew am besten schmeckt, nachdem es eine Weile gestanden hat. Heißt das, du würdest gerne zu mir kommen, um die Reste mit mir zu teilen? Wenn das so ist, von mir aus gern. Und vielleicht kann ich sogar mit einer guten Flasche Bordeaux aufwarten. Hey, hast du eine Vorstellung, wie lange es her ist, seit mich eine wunderschöne Frau gebeten hat, mit ihr nach Hause zu kommen und Essensreste mit ihr zu teilen? Ich fühle mich nicht nur geschmeichelt, ich bin einfach hingerissen. Ich liebe die Art, wie du redest. Jetzt komm, wir gehen. Gina, ich muss jetzt los. Soll ich dich fahren? Oh nein, mir gefällt die Atmosphäre hier sehr. Weißt du was? Geh du ruhig schon nach Hause. Ich werde mir dann später ein Taxi rufen lassen und Chester sorgt auch für mich. Bist du sicher? Ja. Okay, bis später. Komm jetzt, Chester. Lass uns gehen. Nichols. Ja? Inspektor Castillo, Santa Barbara Police. Wir haben uns gestern kennengelernt. Ja, ich erinnere mich. Ich möchte, dass Sie wissen, dass wir alles tun werden, um herauszufinden, wer den Ärger auf Ihrer Demonstration verursacht hat. Sie haben schon jemanden verhaftet, oder? Ja, aber wir wissen noch nicht, für wen er gearbeitet hat. Meine Frau wollte sich mit Ihnen treffen. Wissen Sie, wo sie ist? Nun, sie ging ganz plötzlich weg, aber sie sagte noch, dass sie wiederkommen würde. Sie müssen der Vater der besagten Frau sein, habe ich recht? Ich habe Ihr Bild in der Zeitung gesehen. Das ist richtig, Sissy Capwell. Ihr Bild habe ich auch schon mal in der Zeitung gesehen. Entschuldige, Mr. C. Ich will nur kurz mit Tony sprechen.
Wissen Sie, es wundert mich, dass Ihr Schwiegersohn sich so schwer damit tut, die Hintermänner des Attentats ausfindig zu machen. Angesichts dessen, dass er nicht sehr weit suchen müsste, oder? Ich bitte um Verzeihung. Ich sprach eingehend mit Ihrem Sohn, Mr. Capwell. Ich weiß Bescheid über das Erholungszentrum, das Ihre Firma zu bauen plant. Und ich weiß, um wie viel Geld es dabei geht. Mr. Nichols, ich mag keine Bomben. Ich bin Geschäftsmann. Ich handle nicht mit Theatralik, das überlasse ich Ihnen. Das ist Ihr Stil. Und der Ihrer Kumpanen, die Unruhe stiften, wann immer Ihnen danach ist. Wir tun nur, was wir tun müssen. Wir haben das Recht, die rücksichtslose Vergewaltigung unserer natürlichen Ressourcen durch profitgierige Planer zu stoppen. Mr. Nichols, bevor Sie sich jetzt noch tiefer in die Ich-sag's-mal-nicht reiten, als Sie es sowieso schon getan haben, empfehle ich Ihnen rauszufinden, was die Architekten planen. Anstatt einfach davon auszugehen, dass Bulldozer jedes Tier und jede Pflanze einfach niederwalzen. Die Capital Enterprises arbeiten mit anerkannten Architekten zusammen und wir werden uns an die Bestimmungen halten und an die Vorschriften. Ist das klar? Ja, es ist klar, dass Sie sich an die Buchstaben des Gesetzes halten, aber Sie übersehen, worum es geht. Zum Beispiel, dass hier bereits genügend Erholungsmöglichkeiten existieren. Es gibt hier so viele Hotels und so viele Freizeitanlagen, dass man sie gar nicht mehr zählen kann. Was hier wirklich nötig ist, ist Platz zum Atmen. Tja, aber zu dumm, dass sie damit kein Geld machen können, denn sonst wären sie auf unserer Seite. Es ist wohl besser, Sie entschuldigen mich, Mr. Nichols. Und sich selbst. Das nächste Mal koche ich für dich. Ah ja? Entschuldige, damit wollte ich nicht sagen, dass wir daraus eine Gewohnheit machen sollten. Das sehe ich genauso. Weil andere Menschen möglicherweise auf diese wundervolle Freundschaft sehen, die wir haben, und sie völlig falsch interpretieren, verstehst du? Komisch, dass du das erwähnst. Ich habe oft wieder und wieder darüber nachgedacht. Aber erst jetzt wird mir die Bedeutung jenes Briefes klar. Ja, ich habe Erinnerungen. Ich erinnere mich an Dinge, die ich lieber vergessen möchte. Zum Beispiel, wie ich mich fühlte, als ich den Brief erhielt. Wie eine Welt für mich zusammenbrach und ich weinen musste. Wie ein Kind. Ich erinnere mich, wie ich es als berechtigte Strafe dafür empfand, dass meine Gefühle für dich außer Kontrolle geraten waren. Lionel. Aber was soll's? Das war's wohl, was mir damals entgangen ist. Ich hatte mich einfach übernommen mit dem Gerede von Hochzeit und Verpflichtung. Weil tief im Innern habe ich nicht geglaubt, dass ich dich verdiene. Dass ich deine Liebe verdiene. Ergibt es einen Sinn? Aber das ist lange her. Wir haben nicht gewusst, was wir tun. Ja. Das machte unsere Gefühle nur nicht weniger real. Nein, die waren sehr real. Ja. Nur bestimmt waren wir nicht füreinander. Was ist schon für uns bestimmt? Sonnenuntergänge? Milde Blumen? Hill Street Blues? Spielst du das da etwa für mich? Es ist das Radio, Lionel. Ich kann nicht beeinflussen, was gespielt wird. Ja, das ist wohl so. Dann muss das bedeuten, dass eine höhere Macht das bestellt hat. Und sollten wir nicht einfach dazu tanzen und dem Schicksal eins auswischen? Ich liebe die Art, wie du redest. Halt jetzt den Mund und tanz. Folgende Bedingung. Sie zeigen mir das Material und wenn es mir gefällt und ich noch dabei sein will, werde ich den Kommentar für Sie sprechen. Ah, Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Robert. Aber ich habe nicht weniger erwartet und habe mich entsprechend vorbereitet. Ich habe das Band schon in den Videorekorder getan, also machen Sie es sich bequem.
Und ich hole die Fernbedienung. Wo habe ich sie bloß wieder hingelegt? Denn wir müssen ihn nach unten schaffen. Gib mir eine Minute. Quinn! Alleine. Ich werde dem Fahrer sagen, dass du in Kürze fertig bist, okay? Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter. Wochenende wurden dort Lichterketten aufgehängt, weißt du noch? Rote und blaue Lichter. Rote und blaue, ja. Moment. Paranüsse. Paranüsse in der Schale. Wir haben sie mal geknackt, stimmt's? Und dann hast du mir diese wirklich dummen Elefantenwitze erzählt. Du hast gesagt, sie wären klasse. Ich hielt fast alles, was du gesagt hast, für... Für was? Magie. Ja, das war es wirklich. Ich meine die Lichter, die Musik. Ach, der Geschmack. Der Geschmack von Salzwasser. Salzwassertoffees. Dir. Mein Gott, wie wunderbar. Das waren... Glückliche Tage, von denen wir dachten, sie würden nie enden. Wie ist es gelaufen? Grandfield. Wen haben Sie erwartet? Etwa Madonna? Nein, es ist nur, weil es so spät ist. Ich bin überrascht, dass Sie noch hier sind. Es ist erst 8 Uhr. Ich bin immer bis 9 hier. Das wissen Sie doch. Ja, aber ich dachte mir eben, heute Abend wäre eine Ausnahme. Machen Sie Witze? Ich musste doch wissen, wie es gelaufen ist mit Deborah London. Haben Sie ihr das Leben schwer gemacht oder waren Sie ein braver Junge? Oh,
Ich war eher kooperativ. Ja, es lief einfach rund, wie ein Uhrwerk. Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan hier bei RTL.